Hallo, wir machen gleich weiter. Was haben wir bisher geschafft? Wir haben Messungen, große, viele Datenmessungen auf einzelne tabellarische Werte reduziert und wollen sie jetzt ein wenig aufhübschen. Wir bringen sie nach PowerPoint. Dazu werden wir diese tabellarischen Single Values, diese Einzahlwerte, in Balkendiagramme verwandeln. Und zwar nicht über den Umweg über Excel, nein, das ist Steuerung C, Steuerung V, das hält nur auf, sondern direkt in Artemis Suite erzeugen wir Balkendiagramme und werden diese dann nach PowerPoint exportieren und dort zusammenfassen, sodass wir mit einem Schritt direkt die fertige Präsentation haben. Fangen wir also genau da an, wo wir aufgehört haben. Das sind meine Daten. Im vorherigen Video haben wir ja diese Schritte gezeigt, wie wir dahin kommen. Und jetzt gehen wir nur ein neues Ziel vor. Die Daten möchte ich nicht nur in einer Tabelle sehen, sondern ich möchte einen Report erstellen, denn das ist das, was wir jetzt als Endziel immer haben. Ich füge ein einen Report. Was ist der Report? Es ist sozusagen der bessere Data Viewer, wenn man will. Er hat mehr Möglichkeiten als der Data Viewer. Man kann quasi ganz viele Data Viewer in einem Report zusammenfassen. Auch das Routing, also die Zuordnung der einzelnen Daten, Datenkurven pro Diagramm, hat deutlich mehr Optionen, sodass man genau sagen kann, was möchte ich jetzt mit wem über was vergleichen. Report hat sehr viel mehr Möglichkeiten, deswegen immer mal einen Blick wert. Was passiert denn jetzt? Ich habe nichts geändert. Ich berechne wieder alles, auch die Statistik, die Funktion, und jetzt gehe ich in diesen Report rein. Was kann ich hier einstellen? Nun, einfach mal einen neuen erzeugen. Ich habe also keine Vorlage gemacht. Ich habe noch nichts bisher vorbereitet. Und dann berechne ich das. Die Berechnung ist natürlich völlig identisch, mit dem Unterschied, dass jetzt die Daten vorbereitet werden für diesen Report. Der geht dann auch auf. Und wir sehen erstmal nichts. Das ist auch richtig, denn wir müssen ihm schon sagen, was möchte ich denn jetzt wo haben. Hier ist eine kleine Vorlage aufgemacht, dass man sieht, dass so könnte es aussehen. Aber ich fange wirklich bei Null an. Also ich habe dieses Fenster nicht und dieses Fenster nicht. Und fange jetzt mal an. Nur als Information, was für Arten von Fenstern ich einfügen kann, das kann ich hier oben in diesen Listen sehen. Wenn ich hier zum Beispiel die Einzahlwerttabelle wieder nehme, das ist das, was wir hier eben hatten, und ihm dann sage, jetzt wo das hier so ausgewählt ist, welche Daten jetzt in diesem Fenster gezeigt werden sollen, das Data Binding im Englischen, dann habe ich hier diese Quelle, die gerade gerechnet wurde, und dann habe ich hier die ganzen neuen Messungen aufgelistet und kann dann sagen, ich würde gern zum Beispiel von der ersten Quelle gibt es Zeitdaten, der erste Filter, wir haben nur diesen einen Filter. Dann gab es drei Analysen, Level versus Time. Der genaue Level versus Time hätte ich gern, wir haben ja nur einen Kanal, diesen Max-Kanal aus links und rechts, den würde ich gern sehen. Und dann kriege ich eben diese eine Zahl da angezeigt. Das klingt jetzt sehr mühsam, war ja nur zum Erklären. Ich kann aber auch hingehen und sagen, pass mal auf. At Show Advanced Notes, das ist so mit Sternchen, dann kriege ich jetzt für jede Option auch immer so eine Stern dabei. Das heißt alle. Das heißt, ich nehme, anstatt die einzeln zu klicken, ich nehme von allen Marken alle Filter und alle Analysen von allen Kanälen, um mal so extrem darzustellen. Und entsprechend habe ich jetzt hier diese ganze Liste. Habe auch hier die gleiche Funktionalität, wie ich sie vorher hatte. Also ich kann jetzt hier wieder nach Analyse sortieren und dann mit Steuerung hat man gelernt, dann nochmal nach Pegel sortieren und kann jetzt das auch so darstellen. Jetzt sind wir aber noch nicht viel weiter, als wir eben waren. Ich habe zwar hier noch die Möglichkeit, ein bisschen einen Rahmen zu gestalten, aber ich möchte jedoch jetzt die Balkendiagramme erzeugen. Nur zum Verständnis. Die Daten sind da, aber wir wollen sie anders sehen. Nehmen wir das hier also nochmal raus und holen uns dann andere Möglichkeiten. Hier sieht man es schon am Icon Single Values Diagram. Da ziehe ich erstmal so ein großes da in die Mitte, dann kann es auch jeder sehen. Aber auch hier sage ich dieser Tabelle, welche Daten ich anziehen soll. Ich nehme das erstmal raus, dass wir uns da Schritt für Schritt reinarbeiten. Ganz schlicht. Ich nehme von der ersten Quelle, das war das Mulchen mit der Schnitthöhe 1, nehme ich jetzt einfach mal Level versus Time da rein. Dann habe ich einfach diesen Wert da drin. Zack. Das, ja. Jetzt hier noch als Pascal-Wert kann ich ihm auch sagen, dass ich gerne hier die Achse auf Dezibel haben möchte. Kann ich das? Die Funktion ist genau wie im Data Viewer. Es ist ein Data Viewer. Das ist das gleiche Diagramm. Dann sehen wir jetzt hier den Wert. Das ist jetzt noch ein bisschen wenig. Es ist schön aufbereitet, aber da passt noch was rein. Also sage ich jetzt hier, das ist ja noch aktiv, ich nehme auch die zweite Messung und auch hier nehme ich die Level versus Time und dann eben diesen einen Kanal. Und schon überrascht es.
Ich hätte jetzt gedacht, da müssten jetzt zwei Balken aufkommen. Stattdessen taucht hier eine Information aus, wir mitteln das. Das heißt, sie hat jetzt die ersten und die zweiten miteinander gemittelt. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Ich zeige gleich, wo man das alles einstellen kann. Natürlich in dieser rechten Seite. Gehen wir es durch. Ich hole eben noch den dritten mit da rein. Das heißt, auch die Schnitthöhe 7 werde ich mir den Level versus Time schnappen und auch da reinpacken, wird dann noch dazu gemittelt. So, wir wollen das aber nicht mitteln, wir wollen das anders darstellen. Hier habe ich mir nur gesagt, unter Data Binding, welche Daten überhaupt in diesem Diagramm angezeigt werden sollen. Und jetzt sage ich, gehe ich auf den Inhalt, was wird jetzt wo dargestellt? Wir hatten uns erinnert, wir sortieren erstmal nach Analyse und anschließend dann auch die Zustände. Und das kann ich Ihnen auch hier mitteilen. Hier unten gibt es Kategorien. Also was gehört immer zusammen und was mittel ich zusammen und was unterscheide ich? Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir einmal die Analysen einzelnen Kategorien haben, aber für uns ganz wichtig sind ja die einzelnen Zustände, diese Marken. Ich zeige es nochmal zur Erinnerung. Wir hatten ja hier gesagt, ich mittel immer drei und die haben als Gemeinsamkeit, dass sie alle in diesem Ordner Mulchen SH1 stehen. Das ist die Gemeinsamkeit und das will ich als Gruppe haben. Das ist ja eine Gruppierung, die hier vorgenommen wurde und danach kann ich sortieren. Das heißt, ich sage ihm jetzt hier eine Kategorie. Ich schmeiße mal bewusst das raus, Single Values raus, Analyse raus, was weg, 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 so. Und füge ein, eine Gruppe, da ist direkt vorne, Markengruppe. Und jetzt, okay, dann sortiere ich jetzt einfach nach diesen Ordnern, nach diesen Gruppen. Mulchen, Schnitthöhe 1, Schnitthöhe 4 und Schnitthöhe 7 ergibt jetzt auch verschiedene Werte. Kann man ein bisschen reinzoomen, dann kann man es auch besser erkennen. Und so kann man auf einen Blick sagen, ach guck mal, umso höher das Ding steht, umso mehr Krach kommt raus. Da muss ich nicht irgendwie Zahlen links, rechts irgendwie gucken, sondern das sehe ich auf einen Blick. Ist schon mal viel zugänglicher für jeden. Wir haben aber noch mehr Daten. Wie kriege ich die jetzt da noch rein? Ich müsste ja jetzt, der nächste Schritt wäre, die nächsten Daten zu, also mit dem Seitenauswurf auch noch da reinzubringen. Ich nutze das aber, indem ich sage, gut, wir haben ja echt Platz. Ich schiebe den mal hier so ein bisschen zur Seite. Rück mal hier so hin. Und ich sehe gerade, hier wird der Kanal noch angezeigt. Das verdeckt uns hier ein bisschen. Was brauchen wir nicht? Das wäre jetzt die Legende, die aktiv ist. Show Title, das ist hier oben drüber. Show Legend brauchen wir nicht. Dann einfach ausblenden, dann ist die Legende nicht mehr zu sehen. Jetzt habe ich dieses hier aktiv und dann gibt es diesen wunderschönen Knopf, der nach rechts zeigt. Der heißt einfach duplikiere, also mach normal, kopiere das einfach mal. Drücke ich drauf, hat er nicht genommen jetzt. Und jetzt habe ich hier genau das gleiche nochmal. Macht nicht viel Sinn im ersten Blick, aber jetzt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habe ich hier die Möglichkeit, jetzt etwas anders zu machen. Das ist ja die normale Situation, dass wenn ich zwei Sachen nebeneinander stelle, dann ändere ich ja nicht grundsätzlich alles, sondern ich ändere eine Sache, der andere Zustand, andere Schnitthöhe, was auch immer. Eine Sache ändere ich und dann gucke ich mir die beiden nebeneinander an. Also muss ich mich nicht... Klar, ich kann jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, dann nehme ich jetzt nicht den Kanal, sondern nehme jetzt den von da unten und scroll mir das zusammen. Das geht, ja, würde ich jetzt den hier rausnehmen und stattdessen dann unten ein, aber das zieht sich. Da gibt es einen ganz eleganten Trick. Und zwar für jedes Mal, wenn ich hier irgendeinen Klick setze, hat sich hier oben unter Aktiv Data ein Eintrag gegeben. Ich habe drei Klicks gemacht, ich habe drei Daten ihm zusortiert und das fasst er jetzt einfach nochmal schön in einer Zeile zusammen. Ich habe die Quelle 1, Source 1, Filter 1, wir hatten ja keinen Filter, also ist der erste. Die erste Analyse, Level versus Time, Kanal 1, das ist da drin. Und ich habe das gleiche für die dritte und für die zweite Analyse gehabt. Ich habe eben die Reihenfolge geändert, deswegen nochmal einen ausgemacht, drehen wir es nochmal oben. 1, 2, 3, so wollten wir sie drin haben. Und jetzt kann ich sagen, hier machen wir es aber anders. Ich wähle alle drei aus und sage, oder andersrum, ich will den ersten aus und sage, pass mal auf, nicht erste, sondern ich nehme jetzt hier den vierten, das war Seitenauswurf, mit kleinster Schnitthöhe. Bei dem zweiten nehme ich den fünften und bei dem dritten nehme ich den sechsten. Und jetzt habe ich hier, ich kann es gerne ein bisschen größer machen, die Seitenauswurf, SH1, SH4 und SH7 mit drin. Können wir auch noch so weitermachen. Das heißt, vielleicht möchte ich noch den dritten mit drin haben. Das Schöne ist, man kann die jetzt einfach hier gemeinschaftlich sortieren in der Größe, ein bisschen erstmal ein bisschen kleiner schieben. So, sag der nochmal nach rechts
und kann jetzt nochmal alle markieren, dass wir hier ein bisschen das auf ein Format bringen. Das ist auch wirklich schön, das schnappt dann immer so elegant ein. Die sind alle mal gleich groß sortiert. Das ist erheblich praktischer als in PowerPoint. Wenn man dann später die in PowerPoint erst anfängt, die zu sortieren, was man da immer rumfummelt, da gehen Stunden drauf, ohne dass es einen Mehrwert hat. Das ist einfach nur, damit es genau passt. Dreck. Lieber hier durch machen, dann hat man das direkt eingeschnappt auf die richtige Größe. So, den dritten wollen wir jetzt auch noch binden. Das heißt, ich klicke diesen jetzt hier nochmal an. Und da sage ich eben bei der Datenbindung, okay, der Aufgepasster weiß, dann gehen wir jetzt hier auf die letzten drei, die 7, die 8 und die 9. So. Jetzt fällt dem einen oder anderen auf, jetzt ist die Beschriftung hier irgendwo ein bisschen eng geworden. Hier steht Mulchen. Das ist halt, wenn man so viel auf einmal haben möchte, ne? Wie kriege ich das jetzt hin? Wir erinnern uns, diese Beschriftung, die hier entstanden ist, die ist entstanden aus unseren Bezeichnungen. Ja, also aus diesen Ordnern, die hier waren. Und diese Ordner, jetzt muss man ganz weit zurückdenken, die sind entstanden, weil wir einfach per Drag and Drop die Ordnerstruktur von unserem Laufwerk gezogen haben. Jetzt könnte man natürlich diese Beschriftung dadurch ändern, dass ich diese Ordnerstruktur, also diese Ordner umbenenne, dann sind natürlich alle Links kaputt und alle Kollegen werden sagen, was hast du denn als umbenannt? Nur weil du da irgendwie Formatierungsprobleme hast, kann nicht sein. Es gibt aber die Möglichkeit zu sagen, hier, wenn ich hier etwas umschreibe, ändert das überhaupt nichts auf meiner Datenstruktur. Das waren ja nur die Namen, die hat er sich ja kopiert für den Link. Das heißt, wenn ich hier meinen Seitenauswurf, das habe ich jetzt verstanden, der Name ist zu lang. Ich also da hingehe und nenne es nur noch Seite. Und das mache ich jetzt für alle Seiten. So. Seite. Und die auch Seite. Wird die Beschriftung in den Enter-Wellen kürzer sein. Bei Korb können wir auch nochmal hingehen. Und nennen das einfach überall Korb. Da bleibt auf der Datenstruktur, auf meinem O-Laufwerk, kriege ich davon keiner was mit. Das mache ich nur für mich, weil ich es brauche. Und alle Links bleiben erhalten. Jetzt muss ich natürlich das hier noch einmal reinlegen. Jetzt habe ich hier schon so ein bisschen was gemacht. Das will ich ja nicht verlieren. Deswegen diesen Zwischenstand kann ich speichern. Ich drücke einfach hier auf das Speichersymbol und kann ihm jetzt einen Ordner zuweisen. Ich mache da mal einen neuen Ordner Demo. Und dann nenne ich das einfach mal, ja gut, Report 1. Nehmen wir es Rasenmäher 1. So, jetzt kann ich das ruhig schließen. Wenn ich jetzt nochmal aufs Exportiere und hier den Report anklicke, kann ich ihm sagen, ich möchte keinen neuen erzeugen, sondern ich möchte ihm von einem existierenden Bericht agieren. Und kann jetzt hier sagen, Select und aus dieser Auswahlbox, ich habe gerade erst Minuten vorher einen Report abgespeichert, deswegen schlägt er den nach vor. Ist ja naheliegend, dass man wahrscheinlich auch genau den sucht. Ansonsten kann ich hier mein Laufwerk durchsuchen. So, das heißt, jetzt weiß er schon, wo er es hinschieben soll. Ich rechne es nochmal durch. Der einzige Unterschied zu vorher ist der, dass ich jetzt diese Ordner kürzer benannt habe. Weil ich gemerkt habe, es wird eng. Und jetzt haben wir hier halt Mulchen, Seiten und Korb deutlich kürzer bezeichnet. Ein bisschen eng. Ich zeige immer mal, ich betreibe das mal ein bisschen jetzt. Ja. Wir haben immer noch Platzprobleme. Welche Möglichkeiten gibt es? Weil ich höre immer wieder Leute, die sagen, ah, es ist immer so eng, kann man das nicht irgendwie umlegen? Da gibt es ganz viele Kleinigkeiten. Das wäre die eine, ja, umbenennen. Die andere Möglichkeit ist, wir haben jetzt hier DB, SPL. Links stehen, natürlich verbrauchen wir sehr viel Platz. Das können wir die auch geschickt machen. Ich klicke den an und sage, kann man das liegt gleich direkt im Diagramm, rechte Maustaste und hier gibt es verschiedene Größen, Small, Medium, Large und wir nehmen natürlich die kleine. Dann wird das hier deutlich schmaler, der Band, weil das wir oben hier in den Titel reinnehmen. Das machen wir jetzt bei allen dreien. Dann sagen wir auch hier groß oder klein und auch den dritten wähle ich die schmale Variante. Und jetzt kann ich es wieder lesen. Mulchen SR1, Mulchen SR4, 7, Seite SR1. Jetzt habe ich alle Daten drin. Klappt, passt. Was können wir noch machen? Wir haben ja noch eine andere Analyse. Wir hatten ja einmal dieses Brummen bei 100 Hertz, was wir da so rausgeschnitten hatten, diesen 50 Hertz Cut. Und das wollen wir auch noch mitsehen. Ein bisschen Platz ist ja noch. Jetzt heißt, ich kann mir die drei jetzt nehmen. Müsste die mal so ein bisschen hochschieben, vielleicht, oder zumindest schmaler machen. Den Platz haben wir ja so.
Jetzt sehe ich schon, zeigt der Mann, da ist jetzt genug Platz, um nochmal eine Kopie zu erstellen. Dann machen wir das auch mal. Und haben jetzt hier, jetzt sind alle markiert, das ist ganz praktisch. In dem Moment kann ich das auch schön auf irgendwelche Linien einschnappen lassen. So. Und jetzt geht es ja nur darum, die unteren umzubenennen. Das kann ich ganz schlicht einfach alle drei mal mit dem Lasso hier fangen und dann nochmal auf die Datenbindung achten. Da ist jetzt natürlich sehr viel drin, das sind die alles, was da wirklich drin ist. Ich nehme sie alle. Genau diese Zuordnung will ich ja haben. Und das Einzige, was ich ändere, ist die Analyse. Bei allen habe ich bisher Level versus Time drin gehabt. Ich sage einfach, nee, und bei allen gehen wir jetzt auf die zweite Analyse. Das war dieser 100-Hertz-Schnitt. Zack. Das ist jetzt der Unterschied. Das heißt, jetzt sehe ich hier oben die Ergebnisse für den Level versus Time und hier unten deutlich niedrigere Werte. Jetzt können wir es ruhig ein bisschen anpassen. Aber jetzt zum Verständnis. Ja, ein bisschen müssen wir noch hochgehen. Ich gehe mal auf die rechte Maustaste. Ich glaube, wir müssen hier, warte mal, da sollten wir bei 50 vielleicht starten. Ja, 50 bis, man sieht es schon, vielleicht 80. Ja, so Verständnis. Hier vielleicht auch 50, tap, tap, bis 80. Und hier den auch 50, tap, tap, 80. So, das sieht auch schon mal gut aus. Und immer wenn man denkt, ey, das sieht doch schon mal gut aus, speichern. Ja. Ich schreibe ruhig den alten, da schreiben wir drüber, weil den, den wir jetzt haben, ja, der ist ja schon mal nochmal viel besser als den, den wir als ersten Schritt hatten. Und jetzt kann man anfangen, schon auszuwerten. Jetzt diese Tabelle, die ich eben hatte, wird jetzt grafisch dargestellt. Wir gehen es einfach mal durch. Was sehe ich denn hier? Man kann auch gerne hier so ein bisschen Zoom noch reinbauen, dass man das Ganze größer sieht oder auch hier mal den Player wegmachen. So, dann sehe ich hier oben zum Beispiel die Level-versus-Time-Analyse und ich sehe dann das Mulchen, also den Mulchzustand. Umso höher ich die Schnitthöhe einstelle, umso lauter wird das Ganze. Was nicht ist naheliegend, klar, da kommt ja mehr Luft raus. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich, wenn die Schnitthöhe, mir brennt gerade ein Licht durch, hat sich nochmal gefangen. Okay. Schauen wir uns die Seitenauswurf an. Auch hier sehe ich den Effekt, aber der ist nicht annähernd so klar, weil ich habe da von vornherein schon aufgemacht, dass wenn ich dann höher fähre, dann ist der Effekt nicht annähernd so groß und ganz kleine Werte. Steigerungen sind so möglich. Und wenn ich den Korb hinten dran habe, ist ja nochmal ein größeres Loch, ist auch der Unterschied der Lautstärke nahezu egal, wie hoch ich dann einstelle. Schon mal eine Erkenntnis. Anders ist es doch auch bei 100 Hertz. Hier sehe ich direkt, umso höher ich das setze, umso leiser wird es. Das heißt, das Brummen ist beim Mulchen ganz extrem. Starke Abhängigkeit, weil da steht eine stehende Welle da drin, die brummt. Und wenn ich jetzt aufmache, man sieht es direkt, wenn ich es hochfahre, dann ist das Brummen nicht mehr so stark. Wenn ich den Seitenauswurf dran habe, sehe ich auch direkt, dann ist es grundsätzlich erstmal nicht so brummig. Da ist das Loch von vornherein schon da und dann höher gehen verändert dann auch nicht mehr viel. Und wenn ich den Korb hinten dran habe, gibt es noch andere Effekte. Dann sehe ich zum Beispiel erstmal, klar, noch weniger Brummen als vorher. Aber bei Position 4 wird es sogar interessanterweise nochmal ein Stück lauter. Da gibt es ganz bestimmte Effekte, die dann da zusammenspielen. Könnte ich mir nochmal in Ruhe angucken. Und so habe ich das alles dokumentiert. Was mich jetzt hier noch stört ist, hier sollte man irgendwie nochmal reinschreiben, was das ist, welche Analyse das ist. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das ist das Tolle, es gibt mehrere Möglichkeiten, das ist eigentlich die Hauptüberschrift über Report. Ich könnte hier eine Legende reinsetzen, ich habe mich eben mal so leicht, bin ich da rausfliegen lassen, also ich wähle einfach nochmal alle aus, so, und sage Legende, vielleicht nehmen wir sie doch nochmal mit rein. Was kommt da rein? Er hat jetzt den Kanalnamen drin, der jetzt völlig irrelevant ist, also nehme ich den direkt mal wieder raus. Und nehme, es ist mal die gleiche Menü, was ich hier habe, zum Beispiel die Analyse, die ich gewählt habe. Das wäre jetzt aus dem Pool-Projekt die Analyse, einfach den Namen, ohne die Parameter, einfach nur den Namen. Doppelklick und dann schreibt er halt hier einfach Level versus Time rein und hier schreibt er FFT Average rein. Das war die Analyse, die dahinter stand. Die Position der Legende ist jetzt vielleicht ungünstig, so voll über die Werte. Gut. Habe ich verstanden? Dann würde ich dann auf die Position gehen. Nicht unten rechts, sondern, weiß ich, top rechts. So, dann steht es oben drüber. Eine Möglichkeit. Ich kann diesen Analysenamen, ja, ich nehme es mir mal eben nochmal, Copy, Steuerung C, auch hier oben in den Titel reinschreiben. Show Titel hat mir noch gar nichts gemacht. Schreibe ich einfach hier Analysename rein. Dann würde es hier oben stehen, Level versus Time und hier die Wertigkeit.
Also mehrere Möglichkeiten sind immer vorhanden. Jetzt sind wir schon fast fertig. Machen wir den Bericht nochmal richtig rund, indem wir noch ein paar Zusatzinformationen, wenn Fragen kommen, dort auch direkt auf dem Papier verewigt haben. Ich habe hier eine Möglichkeit, einen Titel einzufügen. Kann ich einen freien Text eintippen? Rasenmähermessungen. So. Oder ich kann auch diesen Felder Dokumentationen anziehen. Also schreibe ich zum Beispiel Modell, voilà, Modell, Doppelpunkt, Freizeichen. Und jetzt soll dann da die Modell, das Modell, was wir haben, erscheinen. Der Dateiname wäre ja eine Möglichkeit, aber da steht zu viel drin. Ich zeige es nochmal. Der Dateiname ist ja Robust01, das war das Modell. Also, das ist zu viel Information. Ich will ja nur diesen ersten Teil vom Dateinamen haben. Und da ist es gut, da gibt es ein eigenes Video zu, wenn man Dokumentation verwendet. Das haben wir in diesem Fall gemacht. Ich zeige es schon mal, um ein bisschen dieses Interesse zu wecken. Wenn ich eine Datei messe, kann ich auch schon bei der Messung sagen, pass mal auf, frag mich nochmal nach folgenden Punkten ab, zum Beispiel welches Modell wurde verwendet, und dann schreibt er das einer Zusatzinformation damit hinein. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Dokumentationsviewer öffne, das ist so ein kleines Feld, gehe ich drauf, dann sehe ich hier, weil alles, was man dazu zu sagen hat, Abtastrate, Länge der Datei, sonst was. Es gab das Modell, Model in dem Fall, Cut, Height und Throw-Off, ich habe es in Englisch gehalten, aber das Modell war die Robust01. Ne? Die Cut-Höhe war in diesem Fall 1, bei der nächsten war es halt die, das war ja alles 1, hier waren es dann die 4 und bei irgendeinem anderen Messung hier, da war es halt der Seitenauswurf und die Cut-Höhe 1. Also das sind nochmal einzelne Elemente, die da drin waren und die kann ich jetzt in meinem Bericht auch nutzen, dass ich sage, Modell, pass mal auf, ich würde dann da jetzt in mein Eigenschaftsfenster die da, das nutzen. Modell, Doppelpunkt, und jetzt gehe ich in meine Dokumentation rein. Muss ich mal auch sagen, von welcher Datenbindung das hat. In dem Fall ist es egal, das ist ja alles dasselbe Modell. Ich nehme einfach das erste. So, dann hat er jetzt Informationen, da guckt er rein und ich sage ihm dann unter Dokumentation Lawnmower, jetzt taucht es auf, und dann einfach die Modellbezeichnung. Doppelklick und dann schreibt das da rein. Jetzt ist, wenn ich da reinklicke, schreibt man Modell ist Robust01. Nur das, was ich jetzt wissen möchte, steht dann an der Stelle. Hier unten kannst du noch andere Sachen einfügen, so Datum und Name. Datum kann ich auch einnehmen. Wichtig ist, ich muss ihm natürlich irgendwie eine Information mitgeben. Ne? So. Und kann ihm dann, was soll er da reinschreiben, nicht den Gruppennamen und irgendwas, sondern dann nehmen wir jetzt tatsächlich von der einzelnen Messung dann Date of Recording, meinetwegen. Da gibt es auch wieder verschiedene Formate, weil jeder Kunde braucht es anders. Ich nehme einfach mal die lokale Zeit. So, dann steht es wirklich sehr genau drin, wann das aufgezeichnet wurde. Dann müsste ich dieses Textfeld noch ein bisschen größer gestalten. Ja, man kann es sich anpassen. Man kann auch sagen, ja, also jetzt die Uhrzeit. Ja? Also die Uhrzeit brauchen wir wirklich nicht. Jahr, Monat, Tag, meinetwegen. Aber das, das ist alles nicht. So. Und dann steht da einfach nur, jetzt haben wir es aber gleich, da war noch ein. So. Dass man es verstanden hat. So, also Datum steht drin. Was kann man noch? Oh, hier oben haben wir noch ein Logo, ganz wichtig. Da kann man noch irgendwelche Zusatzinformationen reinschmeißen. Das kann ich mir einfach hier über meine Folder holen. Habe ich da was für die Präsi? Zum Beispiel, wir machen die ganze Zeit Suite. Nehmen wir doch die Suite da mit rein. Und schon haben wir ein schönes Bildchen von der Suite drin. Oder, was ich auch immer empfehle, oh, ganz wichtig, wir können solche zusätzlichen Fenster einfügen. Ich sage einfach, ein Bild muss dahin, und das empfehle ich jedem, der Akustik präsentiert, da ein Bildchen hier reinzufügen, das mich daran erinnert, was das hier gerade für eine Präsentation ist. Also ich nehme da ganz gerne einen Kunstkopf. Das ist deswegen ganz wichtig, wenn Leute dann nochmal von ihrem Laptop aufschauen und gucken, wer ist gerade dran, also wenn eine ganze Produktionsstrecke, eine Präsentationsvormittag stattfindet, diese Diagramme, die sagen überhaupt nichts. Das kann jetzt auch irgendwie die Größe von Nutella-Gläsern sein. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ich sehe einfach nur oben rechts Kunstkopf. Ach so, das ist immer noch Akustik. Ja, kann ich noch weiter gucken. Also, dass man einfach Leute abholt. Immer wieder auf den ersten Blick sehe ich, hier geht es gerade um Akustik. So ein kleines Symbol, sehr wertvoll. Jetzt will ich vielleicht keine Rahmen drum haben. Alles kann man einstellen, indem ich einfach nur draufklicke. Ich klicke jetzt meinetwegen auf alle auf einmal oder ich ziehe einen Rahmen drum
und sage, für die alle will ich jetzt gar nicht solche Rahmen haben, dann kann ich mir einfach generell sagen, hier entweder eine andere Farbe oder einfach keine Strichstärke wählen, dann sind die da freifliegend. Wenn ich das jetzt zu PowerPoint rüberschiebe, ist es dann immer ein Gefummel, dass der dann auch meine Vorlage passt. Ja, weil ich habe ja solche Vorgaben von der Firma, wie das auszusehen hat. Und bis das dann endlich passt, dann gehen auch wieder Zeit. Nee, das muss schneller gehen. Da war es wieder. Das muss doch irgendwie schneller gehen. Dann muss man einfach mal gucken. Ich öffne mir einfach mal eine PowerPoint-Präsentation. Das habe ich vielleicht eh schon im Hintergrund offen. Da soll es hin. Präsentation 16:9 oder 4:3. Ich nehme jetzt einfach mal die 4:3-Vorlage. Und da soll es am Ende hin. Kann ich das hier mal alles mal so rausschmeißen. Entscheidend ist ja hier, dass ich diese Textrahmen, Überschrift, so, da muss dann am Ende meine ganze Diagrammthematik reinpassen. Ich lasse das offen im Hintergrund. Das ist mein Ziel. So, du kannst auch weg. Und jetzt gibt es diesen wunderschönen Knopf, da oben ist er. Pick Snap vom Active PowerPoint. Ich drücke einfach drauf. Es ist genau das, was da drauf steht. Zwupp ist es passiert. Er hat sich jetzt ein Foto gemacht von dem aktiven PowerPoint, von der Seite. Vielleicht stehen auch schon ein paar Diagramme drin und sowas. Und ich habe dann noch so ein kleines Fensterchen. Und jetzt sehe ich schon, wie das aussieht. Und man kann auch erkennen, wo das ja, zusammenbricht. Das ist noch zu niedrig. Und ich bin ja immer noch in der Suite. Ich kann jetzt sagen, ja gut, dann muss das ein bisschen höher. Dann passt das später da viel eleganter rein. Und dieses Suite ist zwar schön, aber es müsste ein bisschen kleiner sein. Und dann könnte das vielleicht hier an der Stelle gut stehen. So, und der Kunstkorb, den könnten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen größer machen. So, und der könnte dann, ja, können wir ein bisschen hochpacken. Hier geht es auch mit Shift-Taste, hat man mehr Freiheiten. So, und den können wir auch ein bisschen größer schreiben. Also da würde ich jetzt sagen, Schriftsatz, versteck dich nicht, 16. So, robust 01. Ich glaube, man muss sich auch nicht mehr zeigen, weil ich noch linksbündig und fertig ist die Laube. Vielleicht kann ich jetzt auch noch sagen, aber ein bisschen Platz ist ja noch, die können sich ruhig noch so ein bisschen an den Kunstkopf anstrecken. So. So, schauen wir noch einmal drüber, ob das in Ordnung ist. Gut, das lassen wir jetzt mal so. Da überlagert sich das noch ein bisschen. Den kann ich gleich nochmal packen und dann auch hier sauber ausrichten. So, dann ist das soweit in Ordnung. Jetzt kommt der große Schritt. Ich sage einfach Export to. Und dann in dem Fall nehmen wir jetzt PowerPoint. Jetzt kann man eine völlig neue Präsentation machen, ja, aber wir haben ja schon eine Präsentation offen. Das heißt Add to Active Presentation. Und da kann man auch sagen, auf welcher Seite er das einfügen soll. Die erste Seite war noch das Titelbild, also dann nach der ersten Seite einfügen. Dann drücke ich OK und jetzt kommt automatisch schon PowerPoint auf und ich sehe schon Titelbild, erste Seite und es ist genauso. Das ist jetzt PowerPoint mit all seinen Schwächen, aber auch Stärken. Und ich habe genau das drin, Layout, es passt wunderbar. Dann sagt der eine oder andere vielleicht, ja, ich habe aber 16:9, das ist nicht mehr unser normales Format. Alles wird unterstützt. Wenn ich sagen kann, ich muss auf eine 16:9-Vorlage rauskommen, dann kann ich hier auch direkt sagen, gehen wir hier auf 16:9 und dann wird mir das entsprechend skalieren, dass es dann auch dazu passt. Wieder einfach einen neuen Screenshot machen von der 16:9-Vorlage und dann passt das schon wieder. Jetzt wird ein anderer vielleicht sagen, schöne Auswertung, aber ist doch absurd, was ihr da gemacht habt. Ich will den Leuten doch, meinen Kunden, nicht vorschreiben, bei welcher Schnitthöhe sie arbeiten müssen, damit sie möglichst guten Geräusche entwickeln. Ja? Mich interessiert ja eher, gibt es Unterschiede bei einer Schnitthöhe, weil die gibt der Rasen immer vor, Mulchen, Seitenauswurf, Korb, was ist denn da die beste Einstellung? Das sind die gleichen Daten, nur anders sortiert. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Das naheliegendste, deswegen zeige ich das hier als erstes, ist, dass ich einfach hingehe in meinem Projekt. Ich lasse alles, wie es ist. Ich speichere nochmal, nicht ganz wissen. Ich speichere das nochmal ab. So, Rasenmäher 1 heißt das hier. Diese Reportvorlage. Und jetzt sortiere ich mir einfach nochmal um. Ich mache die mal kleiner hier, dann ist es übersichtlicher. Jetzt habe ich ja von oben nach unten diese Messungen durchgearbeitet. Ich sage, pass mal auf, ich vergleiche immer innerhalb der gleichen Schnitthöhen. Also Mulchen SH1 und danach kommt Seitenauswurf mit SH1, also Schnitthöhe 1 und dann kommt der Korb mit Schnitthöhe 1. Dann kommt 4, genau, Mulchen, Schnitthöhe 4. Da brauchen wir noch Seite, Schnitthöhe 4, das ist der hier und dann noch der Korb mit Schnitthöhe 4. Und am Ende Mulchenschnitthöhe 7 Seite und Korbschnitthöhe 4.
kleiner machen. So. Ich habe einfach nur hier die Ordner umgeschmissen. Sonst ändere ich gar nichts. Ich drücke wieder auf Auswerten. Jetzt kommen die in einer anderen Reihenfolge rein. Und dadurch sortiert sich das ja automatisch im selben Bericht neu. Da ist er drin. Jetzt sehen wir auch schon direkt hier Mulchen SH1 gegenüber, also die ganzen Einer sind jetzt hier. Das oben sind alles Level versus Time Analysen und hier unten habe ich jetzt die andere Aufstellung. Gehen wir es mal im Einzelnen durch, wen es interessiert. Was erkennen wir hier? Umso Mulchen ist der leiseste, Seite macht etwas lauter, Korb ist eigentlich genau das gleiche Niveau. Also Mulchen ist erstmal insgesamt die leiseste Einstellung. Das gilt am deutlichsten bei der kleinsten Schnitthöhe, bei oberen Schnitthöhen ist das nicht mehr so groß, der Unterschied. Hatten wir erwartet. Beim Brummen ist das aber ein ganz faszinierendes Ergebnis. Beim Mulchen ist es so, tiefste Einstellung brummt am lautesten. Wenn ich dann aber die Seite aufmache oder sogar den Korb dran mache, ist dieser Mulcheffekt erheblich. Es geht ja wirklich um 10 Dezibel, bricht das dann ein. Bei einer höheren Einstellung ist der Effekt aber weiterhin vorhanden. Das heißt also, ob ich aufmache oder zumache, hat einen großen Einfluss auf diese, was man vom Rasenmäher so kennt. Kann man mit arbeiten. Ich muss ein paar Löcher reinmachen, dass man da ein bisschen was rauslässt, um dieses Brummen zu reduzieren. Jetzt habe ich hier zwei Berichte offen und ich habe jetzt dieses neue Bericht, der jetzt gerade erstellt, diese neue Seite. Ich kann jetzt hingehen und sagen, Export to PowerPoint und füge es an die aktive Präsentation an. In diesem Fall vielleicht erst auf die zweite Seite. Und so fülle ich so nach und nach meinen Bericht. Hier habe ich meine PowerPoint, ist aufgegangen, das war diese erste Darstellung und die zweite Darstellung habe ich direkt hintereinander. So kann ich einfach so wupp, 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 Seite um Seite generieren. Das ist eine Methode. Ich will noch eine andere kurz anreißen. Wenn man sagt, nee, ich fange doch jetzt nicht an und schiebe da rauf und runter. Ich brauche jedes Mal, wenn ich so eine Analyse mache, genau diese Reihenfolge. Der kann natürlich diese Zuordnung im Report verändern. Das heißt, in dem Fall, ja, für jemanden, der es wirklich öfters macht, wenn es einmal macht, dann macht man es schnell und fertig. Aber wenn man es öfters macht, kann ich hier sagen, ich mache die Seite auf und einfach hier diese Seite, Steuerung C, Steuerung V, wie man es kennt, dann habe ich also ein Bericht, der von vornherein schon zwei Seiten beinhaltet und kann jetzt auf dieser zweiten Seite jetzt meine Zuordnung neu generieren. Also würde ich jetzt die hier wieder markieren und dann genau sagen, Vergleich S1 mit S3 mit S7. Also dann kann ich das einfach wieder über die Datenbindungen neu sortieren, speichere mir das ab, meinetwegen Report zweiseitig und dann kann ich mit der gleichen Ausgangsmessung mit einem Rutsch direkt mal zwei Seiten erzeugen und direkt auch zwei Seiten zu PowerPoint rausschieben. Dann ist man dann nochmal einen Schritt schneller. Jetzt habe ich Ihnen schon ziemlich viel gezeigt, wie man den Report nutzen kann. Da gibt es noch einiges. Eins will ich noch in diesem Video kurz mal zeigen, nicht komplett ausführen, weil das ist dann auch wieder selbsterklärend. Eine Funktion, die richtig gut ist. Damit kann man immer die Leute ja, aufwecken und sagen, guck mal, Akustik, es ist nicht nur irgendwelche Linien gucken, sondern wir wollen auch einmal hören, wie denn jetzt nun mal dieser Rasenmäher in den verschiedenen Zuständen klingt. Wovon reden wir denn da? Was ist denn jetzt 92 Dezibel? Und wenn man dann in PowerPoint hingeht und dann versucht, irgendwelche Wave-Dateien da wieder zusammenzusuchen, das ist ein riesen Aufwand. Da muss ich die da exportieren, benennen und dann einbinden und das ist immer ein Driss. Kann man direkt und nahezu automatisch auch hier schon machen. Ich zeige es mal eben. Ich kann hingehen und sage, diese Mulchen SH1, das ist ja die Datenbindung, die hier vorhanden ist, kann ich hier so einen kleinen Lautsprecher, wo ist er? Ich mache das mal weg, dass das ein bisschen größer ist. Ein kleines Lautsprechersymbol, das wäre eher hier, das ist ja eine Messung. Klicke ich da so hin, das ist mal so ein X drin, ich habe noch keine Bindung. Dann kann ich ihm sagen, dort kommt, das ist jetzt, muss ich aufpassen, Mulchen SH1. So, der hier. Und dann schlägt er mir schon die Zeitdaten vor und ich kann auch sagen, was er nimmt. Also den linken Kanal und den rechten Kanal. Wir können direkt auch ein Stereosignal rausgeben und dann ist er hier auch schon so zufrieden. Und ich kann das hier Steuerung C und dann noch Steuerung V. Habe ich nochmal so ein Element, kann ich dann hier meinetwegen ein bisschen höher setzen und jetzt eben bei der Bindung sagen, ja, die beiden, linker und rechter Kanal ist gleich, aber ich nehme jetzt nicht den ersten, sondern eben den zweiten. Egal, was da kommt. Das ist dann egal. Das ist ja dieses zweite Diagramm ist ja die zweite Quelle. So hatten wir es ja eingestellt. Und der kommt dann da jetzt rein. Und dann drücke ich einfach nochmal Steuerung V. Und dann kommt der hier hin, auch ruhig ein bisschen höher. Und den würde ich jetzt auf die S3 legen. Man versteht das Prinzip, ne? Und ja, man ahnt schon, was jetzt kommt. Also wenn ich jetzt, ich mache das bei den anderen jetzt nicht, dann Export to PowerPoint sage,
und füge das jetzt meinetwegen auf die dritte Seite noch hinten an, ja, dann nimmt er sich die Zeitdaten von diesen Messungen, die da hinterlegt sind, beide Daten, und erzeugt dann hier auf der dritten Seite, da sind sie, diese Play-Buttons. Da kann ich dann einfach in der Präsentation draufgehen und eben dieses Geräusch abspielen. Das geht erheblich schneller auf die Art und Weise, als das in PowerPoint zu machen. Vor allem ist es immer richtig. Also der Lautsprecher, was da abgespielt wird, der wird immer zu dem korrespondieren, was da drunter als Kurve dargestellt ist, weil ich das einmal systematisch eingesetzt habe. Ich kann die auch so durchkopieren, nach oben und unten spiegeln. Das ist dann immer, dieser Pfad ist immer korrekt, was mich völlig entspannt, anstatt dann irgendwie völlig unter Schweiß zu gucken, dass ich auch hier jetzt die richtige Datei nehme und das jedes Mal machen muss. So ist es einfach automatisch mit drin. Wenn da morgen jemand kommt und hat irgendwelche Laubsäger, die er gemessen hat, ich kann das. Bin schon vorbereitet. Und alle denken, boah, da hat sich aber wieder da Arbeit gemacht abends. Lassen Sie die in dem Glauben, kriegen Sie mehr Geld, aber das geht einfach mit einem Klick raus. Ich habe noch gar nichts mit den Beschleunigungen angefangen. Die habe ich so ganz am Anfang so unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, das macht ja schon Sinn, wir wollen die ja auswerten. Machen wir noch ein eigenständiges Video. Und das nächste Video geht es einfach, was kann ich mit den Beschleunigungen machen und wie kann ich die auswerten? Was auch sehr spannend wird, da wir hier die Beschleunigung auch mal mit einem XY-Plot, solche Schwingformen, wie wackelt denn das Ganze, mal auswerten werden. Also schaut euch das an. Oder beim nächsten Mal. Ihr könnt den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr automatisch Bescheid, wenn die nächsten Videos dieser Art dazugekommen sind. Alles klar. Tschüss.